Tag für Hammer. Damit hast du nicht gerechnet, was? Mein Ulrike, bist jetzt immer noch nicht über mich hinweg. Oh doch, das bin ich, mein Lieber. Trotzdem bin ich froh, dass ich dich endlich hier gefunden habe. Du bist mir nämlich noch einiges schuldig. Ich bin dir gar nichts schuldig. Du schuldest mir das Schmerzensgeld für deine vielen Belästigungen, die ich ertragen haben müssen. Hallo. Ja, ja, dein überhebliches Getue wird dir noch vergehen. Hallo, Frau Hammer, hier vorne spielt die Musik. Es reicht jetzt, Sie nehmen bitte hier Platz. Über alles andere sprechen wir zwei miteinander. Ja? Okay. Gut, also, wenn Sie Platz genommen und sich ein bisschen beruhigt haben, dann belehre ich Sie, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja? Sagen Sie die Wahrheit. Das werde ich tun. Gut. Zu Ihrem Personalen, Sie heißen Hammer mit Nachnamen, Ulrike mit Vornamen, habe ich das richtig verstanden? Ja, wie alt sind Sie denn? 35. 35. Wo leben Sie, was machen Sie beruflich? Mittlerweile in Nürnberg, ich arbeite dort als Callcenter-Agentin. Wie ist denn Ihr Familienstand? Ich bin ledig. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten hier? Nein. Wir sind heute hier, weil die Angeklagte ihrem Ehemann, dem Dirk Hufmeister, auf dem Oktoberfest einen Maskuck ins Gesicht geschlagen haben soll. Ja, ich habe von der Geschichte aus der Zeitung erfahren. Beziehungsdrama auf der Wiesn hat's da geheißen. Frau verprügelt Mann mit Bierkrug, stand ja, da. Schöne Schlagzeile ohne irgendwelche Beweise. Ja, ja, war recht reißerisch, der Artikel dann noch mit diesem Foto dazu garniert. Naja. Ja, das stimmt. Trotzdem habe ich Dirk sofort auf dem Foto erkannt. Das war natürlich super für mich, weil ich suche den Kerl ja schon seit Ewigkeiten. Ja, daraufhin habe ich die Geschichte weiterhin verfolgt und heute Morgen im Frühstücksfernsehen, das war bombig, erst das Interview mit dem Verteidiger und dann auch noch die Vroni. Die Veronika Schmidt, meinen Sie? Ja, genau die. Die hat hier heute schon als Zeug ausgesagt. Ach, die war im Frühstücksfernsehen? Ja, genau die. Die haben heute Morgen einen Ausschnitt aus dem Wiesn-TV gezeigt und in diesem Beitrag hat die Veronika ein Interview gegeben. Und das Komische daran war, sie hat so getan, als würde sie Dirk gar nicht kennen. Dabei stimmt das gar nicht. Sie kennt Dirk nämlich leider genauso gut wie ich. Das ist ja sehr interessant. Sie hat nämlich heute auch wieder behauptet, dass sie ihn gar nicht kennt. Und Herr Hofmeister hat auch so getan, als würde die Vroni gar nicht kennen. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich sehe doch, dass da irgendwas faul ist. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber ich würde Ihnen dringend raten, diesen Kerl da abzuschießen. Machen Sie sich nicht unglücklich. Glaubt ihr kein Wort, die lügt, Herr Hofmeister, jetzt haben Sie gerade mal Sendepause. Ja? Und Sie erzählen mir das jetzt alles bitte mal einfach der Reihe nach. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wo, wann, wie haben Sie den Herrn Hofmeister denn kennengelernt? Also ich war mit Dirk zusammen vor 8 Jahren. Ein Jahr. Ein Jahr zu viel, wenn Sie mich fragen. Dirk ist nämlich ein ganz mieser Hochstapler. Der hat mich nur ausgenutzt und um Tausende von Euros gebracht. Ulrike, erzähl doch hier nicht so eine Unwahrheit. Ich hab das du bist doch nur frustriert, weil ich dich verlassen habe. Das ist doch lächerlich. Ich will doch nur mein Geld wieder haben. Ich habe das hier mal aufgelistet. Was haben Sie denn aufgelistet? Zeigen Sie mir das doch ruhig mal. Worum geht's dabei? Eine Schuldenauflistung steht hier. Ja. 9.760 Euro kommen Sie am Ende. Wie setzt sich das zusammen? Wo? Und warum schuldet er Ihnen überhaupt Geld? Das ist das geliehene Geld. Also am Anfang habe ich ihm alles bezahlt, habe ich ihn ausgehalten und zum Schluss, am Ende jammert er immer noch, ich bin pleite, ich habe kein Geld, ich soll ihm bitte Geld leihen. Und da habe ich mir das alles damals ganz genau aufgeschrieben. Und das war so über ein Jahr verteilt, dann damals 16.132 D-Mark. Und das kommt jetzt umgerechnet auf die 9.760 Euro mit Zinsen. Ja, genau. Herr Hofmeister, ich erinnere Sie noch mal daran, dass Sie die Wahrheit sagen müssen, sich jedoch selbst nicht belasten müssen. Stimmt das denn so, was hier die Frau Hammer erzählt? Da stimmt überhaupt nichts dran. Die gute Frau, die braucht doch eine Therapie, die soll mal in die Therapie gehen. Ach, das ist doch lächerlich. Ich will nur mein Geld wieder haben. Ich werde mich mit der Vroni zusammentun und dann werden wir noch mehr Frauen finden, die du ausgenommen hast. Das wissen Sie, dass noch mehrere Frauen irgendwie als Opfer gelitten haben. Der war so dreist und hat am Ende noch behauptet, wenn es dich tröstet, du bist nicht die Einzige, die so dumm war. Das muss man sich erst mal vorstellen. Was wissen Sie denn über eine Veronika Schmidt? War die auch mal mit dem Hofmeister liiert? Ja, die Arme war direkt nach mir dran. Ich habe die beiden noch ein paar Mal zusammen gesehen. Kann auch gut sein, dass er eine Zeit lang zweigleisig mit uns gefahren ist. Aber so genau möchte ich das gar nicht mehr wissen. Ja, wissen Sie denn, ob er Veronika Schmidt auch um Geld betrogen hat? Also wissen tue ich es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich denke, wir sollten die Frau Schmidt selber dazu noch mal vernehmen. Hat denn noch jemand Fragen hier an die Frau? Danke schön. Sie bleiben unvereidigt. Nehmen dann bitte mal dahin Platz. Und dann bitte noch mal Veronika Schmidt. Herr Seelhoff, würden Sie bitte mal draußen nachschauen? Ja. Hat er Sie denn auch um Ihr Geld gebracht? Wenn ja, dann sollten wir uns zusammentun. Es kann doch nicht sein, dass dieser Kerl immer davonkommt, nur weil wir Frauen uns schämen, auf einen Betrüger reingefallen zu sein.
Gut, aber Frau Hammer, da müssen Sie, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, einfach Anzeige erstatten bei der Polizei. Herr Vorsitzender, Entschuldigung, aber ich kann Frau Schmidt gerade nirgends finden. Das ist aber seltsam. Sie wollte doch eigentlich nur ganz kurz rausgehen und zu telefonieren. Ja. Seien Sie mal so nett und suchen nach ihr, ob sie noch irgendwo hier im Gebäude ist. Herr Seeloff, danke schön. Ja, und dann schauen wir doch mal, ob die Zeugin Faust inzwischen da ist. Gabriele Faust, bitte. Entschuldigung, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich war noch schnell in der Kantine, weil ich bin echt fast gestorben vor Hunger. Ja, und ich jetzt wusste sind auch Sie nicht, ja dass das hier so lange alles geht. Alles gut, Frau Faust, nehmen Sie einfach Platz. Ich belehre Sie direkt, Sie müssen als Zeugin vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Gabriele Faust, 30 Jahre, Sie wohnen in Köln, verheiratet, Nageldesignerin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Sie wissen, worum es heute hier geht. Vielleicht könnte hinten beiläufig mal jemand die Tür zumachen, wenn ich gerade die Zuschauer bitten dürfte. Der Angeklagten wird vorgeworfen, sie soll auf dem Oktoberfest ihrem Mann einen Mastkrug so ins Gesicht geschlagen haben, dass das Kiefer zweimal gebrochen worden ist. Ja, das ist völlig verrückt, oder? Also, dass Sandra manchmal ein bisschen übertreibt, das wusste ich ja, aber sowas... Jetzt haben Sie bei der Polizei ausgesagt, dass Sie am Tatabend eine Beobachtung gemacht haben. Soll ich das nochmal wiederholen? Ja, genau. Darum wollte ich Sie gerade bitten. Also das war ungefähr so, ich glaube so circa gegen 21 Uhr. Da kam Sandra völlig nervös auf mich zugerannt und hat den Dirk gesucht. Aber ich wusste ja auch nicht, wo der ist. Und auf einmal hat sie dann ihre Hand geballt, richtig schön zur Faust. Und gemeint, wenn sie ihn bei irgendwas erwischt, dann kriegt er nämlich von ihr richtig eine rein. Sag mal, das habe ich nie gesagt. Und schon gar nicht meine Faust habe ich geballt. Das war genau so. Wissen Sie, Herr Richter, die übertreibt nämlich total. Die ist mega eifersüchtig. Und was die mit irgendwas gemeint hat, ist ihr ja wohl auch jedem klar. Und so eine Tat würde ich der Sandra wirklich voll und ganz zutrauen. Sag mal, du übertreibst doch völlig. Ich übertreibe nicht. Alle Lügen hier, ne? Der ganz große Komplott, der gegen Sie geschmiedet wird, Frau Hofmeister. Oder was meinen Sie? Gut, ich geb's zu. Es hat mich schon ein bisschen aufgeregt, dass Dirk einfach so verschwunden ist. Aber ich habe nie behauptet, dass ich ihm eine reinhaue. Ich meine, also, der Frau dürfen Sie doch nichts glauben. Warum dürfen wir denn nichts glauben? Was wollen Sie damit andeuten? Und zwar... Weil sie nicht nur eine Ehebrecherin ist. Ich bin doch keine Ehebrecherin. Ach, erzähl doch nichts. Wir haben dafür zwar handfeste Beweise. Ich bin zum einen keine Ehebrecherin. Außerdem liebe ich meinen Olaf und dabei bleibe ich auch. Das habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt. Und ich bleibe auch dabei, dass du dem Dirk nämlich eine reinhauen wolltest. Jetzt pass mal auf, Gabi, ja? Und zwar, wenn du hier nicht jetzt gleich bei der Wahrheit bleibst, dann erzähle ich dem Richter mal ein paar schöne Sachen über dich. Weil ich weiß ganz genau, was du hier auf dem Oktoberfest getrieben hast. Was habe ich denn gemacht? Frau Hofmeister, jetzt reden Sie doch mal Klartext. Was wollen Sie denn die ganze Zeit antworten? Wir halten sich mal gut fest, diese Frau ist eine Diebin. Was soll das denn? Du spinnst doch. Ach, ich habe ganz genau gesehen, was du da unter deinem Dirndl aus dem Oktoberfest hast. Nichts hatte ich unter meinem Dirndl gehabt. Oh, doch. Und zwar, diese Frau hat das Oktoberfest beklaut. Sie hat nämlich einen Bierkrug unter ihrem Dirndl rausgetragen. Ja, Frau Faust, da frage ich Sie jetzt auch einfach mal 55 StPO und belese Sie dabei auch, dass Sie sich selber nicht belasten müssen. Stimmt das, was die Angeklagte sagt? Ja, aber ich wollte doch nur ein Andenken haben vom Oktoberfest. Ja, wenn jeder ein Andenken da rausschleppt, was meinen Sie, was da an Schaden entsteht? Und am dritten Tag hat keiner mehr einen Krug zum Bier trinken, was sehr schade wäre. Sie wissen, das ist nicht in Ordnung, ja? Ja, da sehen Sie mal, wie sie tickt. Dass das wirklich mit dir aushält, ist ja wohl klar, so ätzend wie du bist. Also wenn ich mich hier mal einschalten darf, ich kenne die Frau von Dirk ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie ist. Ich weiß nur, dass keine so schlimm sein kann, wie Dirk es eigentlich verdient hätte. Und wer sind Sie jetzt? Ja. Ulrike Hammer. Ich war mal mit Dirk zusammen. Und deswegen weiß ich auch, dass der alles nimmt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Das ist ja interessant. Und ich weiß auch, dass er es nur auf das Geld der Frauen abgesehen hat. Lieben kann der gar nicht. Dieser Mann hat keine Gefühle. Bitte, ich verstehe das alles nicht. Natürlich hat er Gefühle. Von wegen, Dirk ist ein ganz mieser Hochstapler. Dieser Mensch hat noch nie in seinem Leben gearbeitet, geschweige denn geliebt. Aber Dirk ist doch Bademeister. Ja, behauptet er. In Wirklichkeit benutzt er seine Arbeitszeit, um auf Frauenfang zu gehen. Gabi! Warum verteidigst du den Dirk auf einmal? Ja, weil sie auch auf ihn reingefallen ist. Der kann das ja auch wirklich gut. Der kann jeder um den Finger wickeln. Wenn man sich dann erstmal verliebt hat, dann zieht er einem, dann täuscht er irgendwas vor, eine Notsituation und zieht einem das geschickt das Geld aus der Tasche. Und wenn man ihm dann auf den Trichter kommt, dann hat er schon die nächsten Frauen in petto. Gegen Ende hat er mir sogar noch Geld geklaut, aber das will man als Frau ja gar nicht erst wahrhaben. Ich verstehe das alles nicht mehr. Kann es vielleicht sein, dass Sie doch ein bisschen mehr an dem Herrn Hofmeister interessiert sind, als Sie bisher zugegeben haben? Nee, wie kommen Sie denn darauf? Weil Sie das Ganze offensichtlich nicht kalt lässt. Und
Es gibt ja immerhin eine Zeugin, die gesehen haben will, dass sie sich auf dem Oktoberfest geküsst haben. Ja, du bist in meinen Mann verknallt. Und du willst mich nur in die Pfanne hauen, damit ich verurteilt werde und dass Dirk mich verlässt. Frau Faust, stimmt es denn, dass sie sich geküsst haben auf dem Oktoberfest? Ja, aber das war nur so, das war echt nichts Ernstes. Frau Faust, es muss Ihnen doch mittlerweile hier klar geworden sein, dass Herr Hofmeister kein Mann ist, für den man sich aufs Eis begibt, für den man eine Falschaussage tätigt. Er ist ein Hochstapler, das steht doch nun fest. Nee, vielleicht hat er sich von Ihnen ja auch Geld geliehen. Und ich belehre Sie jetzt noch mal, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Ich erinnere Sie daran. Und jetzt versuchen wir doch in der Geschichte mal eine Stufe weiterzugehen. Hat die Angeklagte gedroht, ihrem Mann was anzutun? Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Was heißt das? Ja, die Sandra hat den Dirk halt nur gesucht, wenn ich. Na, und wieso haben Sie übertrieben? Ich würde es einfach gelogen nennen. Ich habe es der Sandra einfach zugetraut. Und eigentlich war es mir auch ein bisschen recht, weil... Irgendwie dachte ich ja doch vielleicht, dass mit mir und Dirk hätte ja was werden können. Ich glaube, ich spinne. Ich racker mich hier jeden Tag in der Konditorei ab, nur dass du mir mit dem Typen hier durchbrennst und womöglich mein Geld noch mitnimmst. Nein. Eins will ich dir sagen, meine Liebe. Wenn wir nach Hause kommen, packst du deinen Koffer und verschwindest. Mit dir bin ich endgültig fertig. Lass uns doch einmal noch mal bitte darüber reden, Olaf, bitte. Hat sich ausgeredet. Mit dir bin ich fertig. Die Frau Schmidt jetzt doch noch finden können. Sie war nur auf der Toilette. Sie wartet jetzt draußen. Gut, noch Fragen hier an die Frau Faust. Danke. Frau Faust, da bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Dann bitte die Frau Veronika Schmidt. Frau Schmidt, kommen Sie gleich noch mal rein, bitte. Frau Schmidt, Sie wundern sich vielleicht, warum wir Sie hier noch mal vernehmen. Ja. Aber im Lauf der Verhandlung haben sich da ein paar Punkte ergeben, die ich fast Wendung nennen könnte. Ich belehre Sie nochmal, Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. 55 StPO. Die Zeugin Hammer, die hat ja ausgesagt, dass Sie den Hofmeister doch kennen. Wer, ich? Frau Schmidt, es gibt ja eine Zeugin, die hat ausgesagt, dass Sie und der Hofmeister vor Jahren in München mal zusammen waren. Wer ist denn diese Frau? Mensch, Veronika, erkennst du mich nicht? Wir haben uns doch ein paar Mal in der Tanzbar getroffen. Frau Schmidt, ich frage Sie jetzt noch mal, ich möchte jetzt wirklich mal die Wahrheit hören. Sind Sie und der Herr Hofmeister mal ein Paar gewesen? Ja. Und jetzt hat die Frau Hammer erzählt, dass der Herr Hofmeister Sie abgezockt haben soll, ja? Geld geliehen und nicht wieder zurückbezahlt. Ist Ihnen auch sowas oder was Ähnliches widerfahren? Veronika, ich möchte Anzeige erstatten. Und wenn wir uns zusammentun, dann sind wir schon zu zweit. Es kann doch nicht sein, dass der immer davonkommt. Wir Frauen müssen doch zusammenhalten. Ja, er hat mich auch beschissen. Seit 5 Jahren racke ich mich auf der Wiesn ab, um die Schulden zu begleichen, die er mir eingebrockt hat. Ich war so blöd. Richtig, richtig blöd. Ich habe für ihn einen Kredit aufgenommen, damit er sich, ja, weil er ein neues Auto gebraucht hat. Und haben Sie für ihn einen Kredit aufgenommen, dafür? Ja. Ja, wieso? Ja, er hat mich halt einfach um den Finger gewickelt. Er hat halt angeblich viel Geld gehabt, an das fest angelegt war. Und an das er einfach erst in einem halben Jahr ran konnte, ja. Er hat seine Argumente wirklich, hat sich sehr gut zurechtgelegt. Entschuldigung, wenn er sagte, er hat viel Geld, das aber irgendwo fest angelegt ist und erst in einem halben Jahr frei wird, wieso hat er dann mit dem Kauf eines Autos nicht einfach ein halbes Jahr gewartet? Ja, er hatte eben einen neuen Job im Außenhandel. Und als Handelsvertreter braucht man natürlich einen schnittigen Wagen. Ja, ich weiß ganz genau, er hat keine einzige müde Mark verdient, ja, und hat während den angeblichen Arbeitszeiten andere Frauen angebaggert. Das war so demütigend. Und der Wagen? Ja, der war plötzlich auch weg. Mhm. Wieso war der nicht auf Sie zugelassen, dann, wenn Sie schon bezahlt haben? Ich war wirklich saublöd. Nach einem halben Jahr ist er dann mit dem Auto abgehauen. Ich glaub, das nicht. Haben Sie versucht, ihn wieder zu finden? Ja, klar. Aber der war wie verschluckt, vom Erdboden verschluckt. Ich habe dann über Bekannte erfahren, dass er in Köln lebt. Aber ich habe dann versucht, über einen Anwalt Kontakt zu ihm aufzunehmen. Aber der Dirk, der war echt knallhart. Was heißt das, knallhart? Er hat nicht behauptet, dass ich irre bin und auch noch kauf- und verschwendungssüchtig. Und das ganze Geld von dem Kredit ja in einem halben Jahr verballert habe. Ich hatte ja keinerlei Beweise, gar nichts. Da waren Sie am Anfang wahrscheinlich ziemlich verletzt, ne? Ja, klar. Ich hätte für diesen Mann alles getan. Ich habe ihm sogar mein ganzes Erspartes gegeben.
Wen habe ich da eigentlich geheiratet? Und wie viel Geld ging es denn da bei Ihnen? Ja, insgesamt 20.000 Euro. Das ist für mich echt sau viel Geld. Und beim Oktoberfest? Haben Sie das erste Mal wieder gesehen? Ja, ich habe Dirk sofort wieder erkannt, als ich an den Tisch gegangen bin. Ja, und dann auch noch das Muttermal. Ja, aber er hat mich einfach ignoriert. Er hat einfach so getan, wenn er mich nicht erkennen würde. Und da ist dann die ganze Wut von all den Jahren, in denen Sie ihn nicht gefunden haben, ist dann in ihn wieder hochgekommen, richtig? Ja. Und dann haben Sie die Situation beim Schopfe gepackt. Dann haben Sie gesehen, dass Olaf Faust alleine von draußen zuerst wieder reinkommt und dann sind Sie nach draußen. Ja, ich wollte ihn zur Rede stellen. Ihm sagen, was er mir getan hat. Wissen, warum, wieso. Endlich eine Antwort nach all den Jahren. Aber Dirk hat nur gelacht. Einfach nur dreckig gelacht. Und auch noch zu mir gesagt, ich kann ihn gleich ein Bier holen. Das war so unverschämt. Ja, da konnte ich nicht anders. Da habe ich ihm einfach den Krug ins Gesicht gestoßen. Herr Hofmeister, jetzt, dass Sie es erzählt, nochmal die Belehrung, Sie müssen sich selber nicht belasten, aber die Wahrheit sagen 55 StPO. Erinnern Sie sich an die Situation? Nein. Und an das, was früher war, was sagen Sie denn zu dem, was die Frau Schmidt hier erzählt hat? Ist nichts Traum, die spinnen alle, die Weiber. Noch Fragen hier? Keine, danke. Dann bleiben Sie unvereidigt, danke schön. Auch der Hofmeister bleibt weiterhin unvereidigt. Nehmen Sie doch bitte dahin bei den anderen Damen Platz. Ja. Bundeszentralregisterauszug muss man da nicht verlesen. Er ist eh ohne Eintrag, noch weitere Anträge oder Erklärungen. Dann schließe ich hiermit die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Hofrichter, Verteidiger, Frau Hammer, Frau Schmidt, alles Ex-Freundin des Zeugen Hofmeister. Sie haben ihm vertraut seinerzeit, Sie durften ihm vertrauen. Das hat der Zeuge damals schamlos ausgenutzt, mit den Frauen gespielt und sie letztlich um einen erheblichen Teil ihres Vermögens gebracht. Ich nehme mal an, die beiden Frauen sind erst der Anfang. Das wird ein Fass ohne Boden sein. Da kann ich nur sagen, oh, zapft ist, ne, Herr Hofmeister. Ich kann an der Stelle auch immer nur sagen, dass die Frauen wirklich vertrauen durften. Wenn nicht in der Beziehung, wo dann? Und das heißt, Herr Hofmeister, das wird für Sie ganz empfindliche Folgen haben. Ich werde sofort persönlich ein Strafverfahren gegen Sie, unter anderem wegen Betrugs, einleiten. Auch die Frau Schmidt hat sich strafbar gemacht, das ist klar, es wird ein Verfahren geben. Aber vor dem nun bekannt gewordenen Hintergrund denke ich, dass man da relativ stark milde walten lassen kann. Frau Hofmeister, Sie selbst, hoffe ich, werden Ihre Beziehung noch mal genauer beleuchten zu Ihrem Ehemann. Heute jedenfalls sind Sie frei zu sprechen. Dankeschön. Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Ja, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, zuerst mal möchte ich erwähnen, dass ich es erstaunlich finde, dass sowas überhaupt zur Anklage kommt. Denn letztendlich hat niemand die Tat gesehen. Sehen, es ist jemand auf dem großen Oktoberfest an seiner Gesundheit geschädigt worden. Und auf einmal sitzt nur zufällig, weil die Ehefrau auch aus dem Zelt rausgeht, sitzt sie auf der Anklagebank. Für sie ist es gut ausgegangen, für sie ist es sogar noch viel besser ausgegangen. Sie hat nämlich rausgefunden, was wir für einen liebenden Ehemann an ihrer Seite hatten. Nicht? All die anderen Damen, ich muss mich da nicht anbieten, sie wollen gerne ihr Geld wiederhaben. Letztendlich, wenn meine Mandantin mit ihm mitmacht, ich würde zur Verfügung stehen. Meine Mandantin ist selbstverständlich frei zu sprechen. Und Herr Hofmeister, Sie werden dann noch viel Bekanntschaft mit der Staatsanwaltschaft erhalten. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Frau Hofmeister, Sie selbst können auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja. Dirk, du kannst deine Koffer packen und verschwinden. Ja, vielleicht kannst du dich ja mit der Gabi zusammentun und eine WG aufmachen. Nee, danke. Tja, Pech gehabt. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Sandra Hofmeister wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Wir haben ein Geständnis der Wiesenbedienung Veronika Schmidt. Die ist schlecht behandelt worden, ausgenommen, abserviert. Und beim Wiedersehen nach Jahren, da wird sie von dem Herrn Hofmeister erst ignoriert und dann auch noch dumm angeredet. Das lässt diese spontane Tat schon jetzt in einem milderen Licht erscheinen, sodass ich meine, da ist durchaus eine Bewährungsstrafe hier denkbar. Ich sage das mal so nebenbei, im Übrigen kommt es auch nur deshalb in Betracht, weil gegen das Kiefer geschlagen wurde. Wenn der Masko richtig auf den Kopf geschlagen wird, dann wird in der Regel von der Staatsanwaltschaft sogar wegen eines versuchten Totschlages angeklagt. Hier aber für Sie alles kein Thema, denn Sie waren es nicht. Sie sind unschuldig und daher frei zu sprechen. Ja, Herr Verteidiger, ich habe es bei Ihnen so ein bisschen rausgehört. Menschen von außerhalb, von München, aus anderen Teilen Deutschlands, Sie haben ja oft ein ganz falsches Bild vom Oktoberfest oder
von der Wiesen, wie man so schön sagt. Und dann sagen sie für Münchner Ohren so lustige Dinge wie zum Beispiel der Wiesen oder die Wiese oder A-Zapft ist. Das klingt alles für einen Münchner ungefähr so, wie wenn man in Köln im Karneval sagen würde, Kölle hellau. Und so in die gleiche Kategorie spielt auch der Satz rein, der Maß ist voll oder gar noch das Maß ist voll. Ja, das ist schon normalerweise doppelt falsch, denn zum einen heißt er nicht die Maß und zum anderen ist es so gut wie nie voll. In Ihrem Fall allerdings, Herr Hofmeister, das stimmt sogar. Bei Ihnen muss es wirklich heißen, das Maß ist voll. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Veronika Schmidt wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten mit Bewährung verurteilt. Dirk Hofmeister wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten mit Bewährung verurteilt. Gabriele Faust wurde wegen uneidlicher Falschaussage und falscher Verdächtigung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten mit Bewährung verurteilt.